Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock 2 Remastered. Wir haben jetzt die Klinik bisher erobert, haben vorher das Little Sister gerettet. Kann man das so sagen, retten? Oh, da liegt Geld rum. Little Sister gerettet, das können wir auch noch alles. Und sind von dem Teil da beschossen worden, das ist mein Plan noch eins. So, meine Freunde sind auch deine Freunde. Okay, die hatten wir ja vorhin schon erschossen. Oh, ah, jetzt sind wir hier oben. Okay, das ist alles schnell. Konnte ich doch aufnehmen. Geht doch. So, aber jetzt können wir hier ein bisschen rumgucken. Weil wir wollen ja eine Sache haben. Ist die jetzt verhungert? Dr. Lamb? Sophia. Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Okay, Sie wollten hierher? Alter, ich werde schon paranoid, nur wenn Tür aufgehen. Oh, Schuhe. Nur noch Stühle. Ah, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Alter. Ja, hat sich doch mal belohnt für mich. Wo kommst denn du jetzt her? Was mit dir? Oh, ich hab nur noch zwei Schuss. Ich auch nicht. Was geht da mit euch da unten ab? Ich bin die Nummer 1, nicht du! Naja, wenn du das so sagst. Ja, wo kommen wir dann hier wieder hin? Ne, Bohrer ist voll. Wir brauchen unbedingt Munition. Okay, wir haben jetzt für die Gatling Munition gefunden. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Kann ich dir eine Hecke? Ja. Hecken ist immer gut. Hier liegt mir ein bisschen zu viel Benzin rum. Und wer sinkt dann hier? Was haben wir dann hier, Feines? Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ah ja. Was haben wir dann hier drin? Geld. Was ganz Besonderes. So, mal gucken, was wir jetzt haben. Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung. Und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. So, neues Tonikum, Short Alarm. Ja, das können wir ja gleich benutzen. Das heißt, die Alarme, also der Alarm geht langsamer los, dauert länger.
Ja, funktioniert noch. Naja, ich muss prüfen, weißt du? Als Big Daddy ist es meine Aufgabe zu gucken, dass das alles funktioniert. Können wir hier wieder runter? Ah ja. Ich glaube, der hat einen schnellen Weg hier runtergenommen. Aber okay, soll's ja geben. Komme ich jetzt nicht an das Eve da dran? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Geht doch. Waffen-Upgrade. Was nehmen wir dann? Ich würde sagen mal Schrotflinte. Schrotflinte. Einen abgesägten Lauf erhöht den Schaden für alle Munitionsarten. Sechs Schuss. Sechs Schuss, bevor ich laden muss? Aber na, sicher doch. Schade, dass man die Dinger nicht öfters benutzen kann. Aber okay. So, dann haben wir hier vorhin die andere. So, das hacken wir mal. Vielleicht kriegen wir hier gleich was raus, was wir gebrauchen können. So, Munition. Rotflinte mal voll machen. Okay, mehr Kohle können wir nicht aufnehmen. Ich könnte hier mal reload. So. Pumpgun-Muni habe ich mir jetzt gekauft, obwohl wir es so voll gemacht haben. Ah. Naja, egal. Egal. Ach, Alkohol will ich jetzt nicht. Sind nichts mehr wert. Hier ohne ist gar nichts mehr wert. Wir bohren uns eins. Ich bohre den Knie. Die Kniescheibe, was hältst du denn davon? Da ist er. Okay, Name Big Daddy. Aber die Big Daddies haben wir ja gelernt, die machen wir so lange nichts. Hey! Machen wir ja so lange nichts, bis ich so anschieße. Und der sucht jetzt halt bloß sein Little Sister. Sein Little Sister? So, was würde ich sagen? Hallo? Du hast ja keine Ahnung, was. Ah, ja, ja, ich hab so viel nicht. Warum gesagt, will mir immer jeder sagen, ich habe ja keine Ahnung. Rechts will er, links gehe ich immer. Jetzt ist bestimmt zu. Oh ne, ich darf rein. Hier können wir noch looten. Das hören wir uns gleich mal an. Hoppers Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Ah, das kann man so nicht sagen. Geht Gracie immer. Sagt, verzieh dich und verreck, du Black and Spot. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Ja, doch. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Versuch's in dem Leihhaus Downtown. Ah, da liegt hier noch eine, habe ich gar nicht gesehen. Leihhaus Downtown. Okay. Jetzt sagt er hier lang, aber ich will noch hier gucken. No escape. There is no escape. Hier ist kein Ausgang. Also kein Entkommen, kein Raus. Doof. Ich
finde das so geil, das ganze Setting hier außenrum. Aber okay, man sieht jetzt halt hier nicht viel vom Ozean, doch schwimmen ein paar Fische rum. Der Druck muss auch enorm sein hier ohne. Jo, ich höre ja schon den Big Daddy. Ah, da ist noch ein schönes Ding. Ist schon immer gut, wenn man noch ein bisschen die Ecke rumschlust und nochmal nur guckt. Was dann los, mein Großer? Ich tue dir nichts. Einzige, wo ich was tue, ist ihm da. Ah, komm her! Oh, er war daneben. Tut mir leid, Rose. Daddy? Ja. Ja, mach ich. Komm her. So, dann gucken wir mal, wo wir was finden. Okay. Na, wo geht's denn hin? Wo ist denn was, was mir was wirklich gut ist? Hier rein. Dann hoch. Ah, ist aber schon ganz schön, wo wir laufen müssen, Clownes. Hat er sich denn versteckt? Ach, da in der Ecke. Okay. Wir haben Adam gefunden, dann Daddy. Viel Spaß, ich spart dir. Wer ist das? Kommen wir jetzt nur von da? Du Mann! Nö, die kommen auch von da. Wo bist denn die Menschen? Noch als Familie mehr Bolzen für euch. Ja, mit Flamme will ich hier eigentlich gar nicht. Ja, mach bloß da nur Zeit. What the heck? Ist der fertig? Na dann. Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Ja. Bei Daddy bist du immer in Sicherheit. So, gucken wir mal, wo der nächste liegt. Komm, Daddy, wir sind ganz nah. Ja, dann schauen wir mal, wo es ist. Hier runter, bitte. Ja. Ah, da ist er ja. Ich war bloß ein bisschen schneller. Hier runter. Oh, hier ist auch die Kamera. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Tubi Splicer Bonus plus 1 erhöht Schaden. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Sieht aus wie in meiner Westentasche.
Wo ist er dann? Da ist er doch. Lass das Arschlöchchen los! Sie ist wehrlos! Ach, das ist schon doof, wenn er keine Muni mehr hat. Also die 6 ist die Kamera. Oh Gott. So, jetzt habe ich aber ganz vergessen, wo wir hin müssen. Helden Daddy, da drüben! Hier runde? Hier waren wir hier noch gar nicht. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Big Daddy, Freischanzmodus erhöht Schaden. Irgendwo hier inne. Na komm her. Erstmal noch schnell alles looten. 6. Wie oft kann ich ihn noch benutzen? Geht noch, oder? Alter, was ist das denn hier? Drogenlabor oder was? Ich will das nicht trinken. Da wachsen mir bestimmt Haare an Stelle, wo ich gar nicht weiß. Kann ich dort durch? Ja. Oh, hier ist es safe. Dann können wir doch bestimmt knacken. Oh, ich hätte gern doch bitte das blaue. So nett. Ich versuch's nochmal aufs blaue. Geht doch. Ja, und Muni kann man gebrauchen. Was haben wir dann hier? Die manipulatorischen Fähigkeiten dieser Lämm sind schon fast unheimlich. Sie hält den Reifen hin und diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzuspringen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lambs Anhängern eine Substanz zusammen. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Und what the heck? Okay. Böser Raketewerfer. Böser Raketewerfer. Pfui. Mir einfach mal den kaputt gemacht. So, jetzt aber. Ich hab vielleicht die Hoffnung. Da ist es! Dann mach mal los, Kleine. Bitteschön. Rosen und Sonnenschein bedeutet Ende. Was ist denn? Wir haben eine neue Strategie. Dieser Engel ist einsam. Angst ist mit einer Schwester. Und Schieß! Ja.
Ah, da holt sie neu. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ja, ich weiß, Daddy, ich muss die filmen. Oh. Daddy, ist natürlich du schon rettest schön. Mich immer vor den Monstern. Ja, klar. Drei. Ja, drei kleine Engel. Alle noch. Ja. Und ab nach Hause für dich. Danke. Bitteschön. Okay, das hört sich kacke an. Das hört sich kacke an. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.